Moin, moin, mein Name ist Mathilde und ihr seht jetzt erstmal eine kleine Zusammenfassung vom letzten Video von 7 Days to Die. Ihr fragt euch vielleicht, wieso eine Zusammenfassung? Jetzt steht doch eigentlich die blutrote Nacht dran. Ich habe mich drauf gefreut, denn es ist immerhin die erste blutrote Nacht in der Bergfestung. Ja, hier gab es tatsächlich ein kleines Problem mit der Aufnahme. Ich meine, mir ist das auch schon häufig genug passiert, dass meine Aufnahme weg war oder fehlerhaft oder aus Versehen gelöscht, irgendwas in der Richtung. Ihr habt es ja schon häufig genug gesehen. Nun ist das diesmal dem lieben Heinrich passiert, dass seine Aufnahme weg war. Weiß nicht, gelöscht oder nicht richtig aufgenommen, irgendwas in der Richtung. Dadurch, dass der liebe Heinrich leider sehr selten wirklich das Teamspeak, also was nehmen wir hier immer? Hier ist es auch gleich Discord benutzt. Hört man nicht wirklich, was er sagt. Deswegen jetzt ein kurzer Zusammenschnitt aus der letzten Nacht. Die war nämlich tatsächlich nicht ganz unspannend. Ihr seht, wir haben hier eine wunderschöne Beleuchtung. Der Himmel ist wunderbar rot. Die Nacht steht an. Es wird spannend. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon unsere Blade Traps auch angeschaltet. Die fitzeln da vor sich hin. Es tut mir leid, dass ihr den Ton nicht hört. Sonst würde mein Gelaber das so ein bisschen durcheinander bringen. Ab und zu benutzt der gute Heinrich ja auch nun mal Discord. Da hört man ihn dann wieder reden. Ist ein bisschen ärgerlich. Solltet ihr trotzdem der Meinung sein, hey, ich würde auch in der schlechten Qualität gerne mal diese erste blutrote Nacht in der Bergfestung sehen, schreibt es uns in die Kommentare. Dann werden wir das selbstverständlich nochmal online stellen, nur wie gesagt, Tonaufnahme und so ist da an der Stelle nicht ganz so geil. Ja, was können wir hier beobachten? Erst einmal haben wir ein ganz, ganz großes Problem festgestellt. Ihr werdet es wahrscheinlich gleich sehen. Ne? Die Zombies kommen da über den Hügel gelaufen, alles wie gehabt. Wir haben damit gerechnet. Es wird wieder gekotzt, es sind wieder Bullen unterwegs, die lieben Polizisten. Ich habe mir die MP geschnappt, um so ein bisschen was wegzurotzen. Was wir leider nicht bedacht haben, ist, dass die Zombies genauso wie wir nicht nur gerade runterfallen können, sondern die können noch etwas viel fieseres. Die können nämlich tatsächlich auch schräg fallen. Was bedeutet das für uns? Genau das. Genau das. In dem Fall habe ich sie tatsächlich sehr schnell erledigt gehabt. Das Problem war tatsächlich in dieser Nacht, dass die Zombies auf den Balkon draufgefallen sind. Wenn sie von da oben runtergefallen sind. Das war wirklich, wirklich blöd. Ich habe dann versucht... Na, man sieht es schon, dass die da in die Richtung fallen. Also eine ganz, ganz große Schwachstelle von unserer tollen Bergfestung. Ich bin dann tatsächlich dazu übergegangen und habe an der Stelle noch ein paar Gitter weggeschlagen, dass die nicht noch einmal zu mir auf den Balkon kommen. Ich habe wirklich sehr viele Munition in dieser Nacht verbraten. Ich glaube, Heinrich auch. Die Zombies haben im Laufe der Nacht auch tatsächlich unsere Verkabelung kaputt gemacht, zumindest hier unten, sodass unsere Blade Traps dann nicht mehr funktioniert haben. Hier sieht man es wieder, eine von den etwas dickeren Damen ist zu mir auf den Balkon gekommen. Ich habe es Gott sei Dank überlebt, dadurch, dass ich genügend Munition bei mir hatte, aber es war doch schon wirklich kritisch. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist es sogar ein Nemesis, also keine schöne Angelegenheit. Ja, Katze Miau, Heinrich soll dir mal was zu essen geben. Da hast du vollkommen recht. So. Na, ich hab's schon gesagt, ich hacke das weg. Genau das mache ich hier gerade. Heinrich hat hier an der Stelle dann den Job, alles von oben schön wegzuhacken. Beziehungsweise zu versuchen, mich zu beschützen. War so ein bisschen tricky. Das ging dann tatsächlich noch ein bisschen zu weiter. Wir haben ganz viel weggerotzt. Und schließlich, hier sind wir jetzt schon am Ende unserer Nacht.
Tatsächlich ist die Nacht, glaube ich, sogar schon vorbei an der Stelle. Nee, ist noch nicht vorbei. Die haben wirklich unsere Basis unten ordentlich kaputtgeschlagen. Also das war wirklich nicht ohne. Wir haben wunderschöne Leuchtung gehabt. Ich habe hier einfach mal das Licht ausgemacht, weil ich fand, das sah einfach echt cool aus, wie diese ganze Horde Leuchtezombies da rumrennt. Es waren auch wirklich viele, viele Leuchtezombies. Ja, das hat auch wirklich gedauert, bis wir diese ganzen Zombies weg hatten. Ihr seht es schon, die Sonne geht tatsächlich auf. Okay, jetzt ist das nicht nur die Sonne. Ja, die Sonne geht auch auf. Gerade war es auch das Licht von Heinrich, das dazu kam. Also wir mussten diese Nacht tatsächlich noch eine ganze Zeit lang wegknallen, während die Nacht eigentlich schon vorbei war. Einfach, weil es so unfassbar viele Zombies waren. Wir haben also aus dieser Nacht gelernt. Bergfestung prinzipiell ganz cool. Blade Traps, tolle Sache, wussten wir ja schon länger. Aber wir müssen definitiv noch den Berg ein bisschen weiter abtragen, damit die nächste blutrote Nacht nicht ganz so, sagen wir mal, dramatisch wird, dass wir da mehr Chancen haben, gut klarzukommen. So, das war's an der Stelle von dieser blutroten Nacht. Ich hoffe, die nächste blutrote Nacht ist dann wieder normal, dass alle Aufnahmen da vorhanden sind, dass unsere Verteidigung dann besser klappt. Euch wünsche ich jetzt natürlich viel Spaß mit Tag 71. Macht's gut! Nur Kaffee nehmen kurz, warte. Moin moin, mein Name ist Mathilde und Heinrich kann euch nicht begrüßen, weil er Kaffee trinkt und wir spielen Seven Days to Die, doch. Doch, weil ich es auch fragen wollte. Ja. Wenn du mal auf meinen Monitor guckst, jo. Wenn ich jetzt hier so runtergrabe, ja. Und das auch in der Breite, dann dürften die ja eigentlich nicht so mehr rüberkommen, oder? Eigentlich nicht. Das heißt mal so 5 lang und dann buddel ich mich so nach unten. Das ist ja heute mein Tagesgeschehen. Mehr mache ich nicht, nur buddeln. Und was machst du so? Ich repariere. Dass diese Arschlöcher nicht mehr von der Seite kommen. Ja, das fand ich echt blöd, dass die da so ein bisschen auf uns drauf geplumpst sind. Bei mir war schon klar, dass wir irgendwie, dass uns noch irgendwas auffällt, was wir verbessern müssen. Garantiert, das war ja klar. Ja. Das ist ja echt nur alles Lehmboden. Das ist ja krass. Ja, ja. Ach, da hätte ich jetzt Pflastersteine für die gebraucht. Haben wir oben noch Pflastersteine? Ja, definitiv. Wenn nicht, haben wir genug Steine und Lehm durch den Abbau des Berges. Quasi, wir formen uns ja die Natur, wie wir sie brauchen. Sind nur normale Steine? Hier sind auch nur normale Steine. Und drum sind tatsächlich keine Pflastersteine. Ja, dann hau rein, kannst du produzieren. Ja, ich bräuchte... Ach, hier ist noch Lehm. Zack. Zepter, Pflastersteine. Hey, Level 94. Wupp, wupp. Sehr schön. Ich glaube, es geht nur bis Level 100, ne? Ich weiß es nicht, also zumindest sind die letzten Rezepte bei Level 100. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es vielleicht trotzdem noch weitergeht. Ah! Ja, dann lassen wir uns überraschen. Ich bin auch mir da nicht so sicher. Was reparierst du gerade so Schönes?
dieses riesengroße Loch hier? Welches? Achso, da oben bist du. Beim Beton, ja? Ja. Also quasi bei mir auf der Höhe. Also die ganzen Betonklötze. Hm. Oh, hier ist ein Loch im Boden. Also hast du mittlerweile so viel Lehm im auf dem Berg, ist echt doof. Ich finde das nicht schlecht, wir brauchen Lehm. Weil ja, aber da relativ viel Eisen, wenn wir hier unsere Betonklötze zu richtigen Stahlbeton machen wollen. Also Lehm kriegst du jetzt hier, wenn ich hier buddel, en masse. Was wir nicht vergessen sollten, bei dem unteren Steg mit den Stacheln, sollten wir auf jeden Fall so Querstangen machen, weißt du, damit sie nicht mehr so reinfallen können. Weil du hattest ja Besuch gehabt zum Teil, ne? Mhm. Ah, die blutrote Nacht hat uns schon ein bisschen gefordert, das gefällt mir. Ja. Einfach kann jeder. Zum Beispiel im Auto durch die Gegend fahren. Ja, das ist natürlich easy peasy, ne? Das ist, Also ich fand's mal spannend, ich bin froh, dass wir das gemacht haben, aber... Ja, ich find's auch lustig, dass das funktioniert hat, aber... Ja, also ich hätte aber trotzdem gedacht, dass wir da mehr über den Weg laufen. Ja, aber wie gesagt, wer keinen Bock auf Zombie-Klatschen hat, der kann auch gleich Minecraft spielen. Wollte ich gerade sagen. Weil eigentlich geht's doch in diesem Spiel, sich so aufzurüsten, dass man die Zombies überlebt. Ja genau, das ist ja halt das Spielprinzip, ne? Genau, und das ist ja auch das, was mir zumindest sehr viel Spaß macht. Ja, und das Erforschen. Das Erforschen macht mir immer sehr viel Spaß. Gegen Auskundschaften vielleicht noch... Ja, das Erforschen, damit man sich besser verteidigen kann. Ja, das auch, also aber... diese Kombination. Auskundschaften finde ich immer sehr interessant. Ich verstehe auch nicht, warum sie bei Seven Days... nicht irgendwie auch andere Banditen eingebaut haben, so menschliche Gegner, weißt du? Die einfach mal so einen Stützpunkt halten oder so. Dass man gegen die auch kämpfen könnte. Die, für die bräuchte man zum Beispiel Schusswaffen, weil die natürlich voll auf Schusswaffen gehen, sag ich mal. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch mal eine Herausforderung. Also Entwickler, wenn ihr das seht, macht doch mal was Neues. Oh, ich habe noch genau einen Pflasterstein übrig. Wenn du brauchst, kann ich ihn dir geben. Ach, ich mache gerade so viele, aber ich muss jetzt erstmal wieder ganz viel Stahl machen. Pflaster, Steinplatten, Steinblock, Steinplattenblöcke habe ich noch genug. Ja, davon brauchen wir nicht, die mache ich gar nicht mehr. Was wollte ich mir jetzt gerade eigentlich? Was macht dieser Schatten da? Ich wollte doch gerade irgendwas machen. Ah, ich wollte Stahl holen. Wir haben kaum Stahl. Ah, genau. Und ich wollte Electric Wire Relays holen, um unseren Dings wieder zu reparieren. Ja. Unsere Blade Traps, dass die wieder das laufen. Das war ja auch enttäuschend. So, das sind ja die unteren, die da schlappe Macht haben. Wenn wir morgen auf Tour sind, haben wir da überhaupt noch genug Sprit? Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, wir sollten mal dann trotzdem noch nebenbei so ein paar Autos platt machen. Ja, das auf jeden Fall. So, machen wir mal so. Mir fällt gerade auf, diese Seite, ich mache hier, packe ich die Steinblöcke ran, falls sie doch mal irgendwie lustig sind und dann dagegen hauen. Wollen sie Spaß haben. Richtig gehört da unten. Ach du Scheiße, drei Neon Viecher, die da langlaufen und eine Schreitussi. Ah!
dass ich gerade oben bin. Ja, aber die sehen mich nicht. Oh, fuck. Ja, mein anderes Problem. Tür war offen. Was ist? Ja, die Tür war offen. Nein! Doch. Kriegst du das hin oder brauchst du... Ich kann hier nicht so leicht runter. Und außerdem sind die eh schnell. Was soll ich da machen? Ja, die kloppen sich jetzt gerade hier auf dem Balkon. Sagen wir es mal so. Dann ab mit Frames vom Balkon runter. Ich kloppe jetzt erstmal hier, was ich hier von der Seite wegkriege, bevor ich hier abhaue. Whoop. Eine ist runtergefallen. Aua, Trap, aua. Nee, ich bin runtergesprungen. Nee, zwei Zombies sind dir gefolgt. Eine ist unten, zwei. Zwei sind unten. Schade, nicht getroffen. Oh, ich sehe gerade, wir sind noch gar nicht in einem Team. Ja, es ist gerade, ja, ich kann nicht recht. Aua! Ich verblute! Aua! Nein, keine Munition mehr drin! Scheiße! Oh, dieses Nachladen dauert so lange! Ich komm da nicht, ich treff die nicht, ey! Ja! Hit! Ein zumindestens. Fuck. Oh, noch ein Hit, komm. Oh, das gibt's doch nicht. Die andere fällt auch runter. Ein Treffer. Ist sie tot? Ja. Gut. Nur noch eine, ne? Ja. Also, hier ist kein Leuchter mehr. Doch, eine war hier auf dem Gelände, die ist gerade runtergefallen. Ich hab sie auch noch gehört. Also, ich sehe hier nur Normalo. Da. Ach so, also, Normalo. Was heißt Normalo? Also, der rennt auch, aber er leuchtet nicht. So. Nee, ich höre immer noch jemanden. Dann könnte der oder diejenige drin sein. Und ich lade dich mal ins Team ein, fällt mir da ein. Ja, das nehme ich auch gleich mal ein. Puh. Aber wie hat mein Scharfschützengewehr bei alle? Sonst hätte ich jetzt versucht, von hier oben zu helfen, aber... Also hier unten ist gerade niemand mehr. Ich habe aber noch was gehört hier oben. Es kann sein, hier unten ist aber hier niemand mehr. Definitiv. Ich höre auch noch was. Höre was. Nicht hier unten. Über mir? Ich weiß es nicht. Sie scheint in einer... Nee, auf dem Geländer ist sie. Ich sehe sie. Ja, ich höre sie. Die ist wohl wieder rausgegangen. Ein Kopf. Jo, die ist hin. Sehr schön. Übrigens, die Stalltür haben sie heile gelassen. Na, super. Weil ja offen war, ne? Ja, da fällt mir ein, dann kann ich da, wo sie sich jetzt rein... Nee, die habe ich ja zugemacht. Um die so ein bisschen aufzuhalten. Aber dann nehme ich mir jetzt da die... Sind die von oben reingefallen, oder? Nein, die sind von unten, sind die angerannt gekommen. Ja. So, und ich unten war die Tür nicht zu. Ja. Und da hat irgendjemand Frames hingepackt zum Hochklettern. Hm, wer war das wohl? Ich weiß nicht, ich bin da immer ohne Frames hochgekommen. Ich letztes Mal auch. Aber so sind die halt hier hochgekommen. Leuchtet Zombies am Tag, ist ja echt doof. Jetzt habe ich ja so ein bisschen Stein neben mir. Endlich mal.
Na, das ist jetzt doof, weil... Spitzhacke! Wo bist du? Ja, schon spannender Tag. Ey, wo geht die Zeit hin? Ja, das frage ich mich auch gerade. Der Tag hat doch erst angefangen. Naja, wir haben ja den Tag auch schon um 8 Uhr morgens begonnen, ne? Ja, das stimmt wegen, weil Blutrote wir und so. In der letzten Nacht noch so viel... Mussten ja lange... Resttötungen hatten. Ja, Resttötungen. So, es wird jetzt alles Beton. Damit das dann netter aussieht, vielleicht male ich den Beton dann irgendwann nochmal rot an. Mal schauen. Mhm. Ja, ich finde diese komplett ausgebauten Dinger hübscher. Nicht so schön. Ach so. Was bist du eigentlich? Wo ich bin? Mhm. Ja, mich siehst du nicht. So, warte, ich wollte jetzt eigentlich hier den neu connecten. Zack. Zack. Puh. Zack. 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 Wenn du sie verkabelt hast, kannst du ja mal gleich testen, ne? Mach ich. Ich glaube, ich werde die Nacht in unserer alten Basis verbringen. Warum? Für die Dings, Organisation für Eisen einfach. Mhm. Wir brauchen viel Stahl. Ja, wir haben ja leider noch keine Eisenader in diesem Scheißberg gefunden. Außer da, wo wir halt unseren Raum hingebaut haben. Richtig. Ich meine, ich habe hier noch relativ viel Eisen in der Schmelze, aber das hält halt auch nicht ewig. Nee, ist ja richtig. Ich hätte aber gerne hier in dem Berg gerne eine Eisen, Kann natürlich auch in meiner... Haben wir eigentlich schon meine Hobbithöhle gezeigt? Oder meine Zwergenhöhle besser gesagt? Jetzt hier in diesem Berg? Ja. Nee, ich glaube noch nicht, aber da... Hast du überhaupt da weitergebaut? Ich kann auch, ja da weiter bauen, also so. Ja nicht. Ich hab da ja... Sonst würde ich einfach jetzt noch ein bisschen eine Hobbit-Höhle weiterbauen. Vielleicht finde ich da ja was. Und wenn es dunkel wird, fahre ich in die alte Basis und kann die Nacht über Stahl abbauen. So. Kannst du auch jetzt schon zur Basis fahren und Stahl abbauen? Nee, erstmal verbrate ich den Stahl, den ich gerade gemacht habe. Okay. Und das war's. Aber ich hab... So schnell sind 110 Stahl weg. Was hast du gemacht? Einfach abgegradet oder was? Ja. Der gute Stahl. Ja. Heinrich, was sollen wir machen? Wir müssen uns ja irgendwie schützen. Ich habe gerade gesehen, ich muss noch meinen Schaufel mitnehmen. So, jetzt siehst du mich. Los, Hallo. Auto. 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 Da. Zack. Wo bist du denn? Ja. Da. Hallo. Ich hab schon ein bisschen Fläche weggebuddelt. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Aua. Bin auch ganz stolz auf mich. So, brauche jetzt noch schnell die Schaufel. Ja. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Zack. Meine ist gleich kaputt. Ja, es ist aber noch Stahl hier in der Truhe, also. Ja, bloß ich mache hier außen nicht weiter, wenn gleich die Nacht anbricht. Besser ist das, das wäre gefährlich. So, dann hole ich mir mein Motorradchen.
Und sobald wir ein Dings bauen... Wuhuhu! Sobald wir ein Dings bauen können, einen Erdbohrer, baue ich an einem Highway zu unserer normalen Basis. Highway to the Danger Zone, weil ich hätte einen Weg, der nicht so umwegmäßig ist, wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ich glaube, der würde uns beiden gefallen. Ich dachte mir nämlich spontan, ich kürze jetzt einfach mal ab. Und komme hier überhaupt nicht weiter. Du bist mit dem Moped gefahren? Ja, klar. Ich dachte, du hast das Auto genommen. Wunder mich gerade, dass nee, das Auto... Nee, das Auto habe ich aufgestellt. Okay. Das Witzige ist, dass unsere alte Basis, die wir eigentlich nicht mehr benutzen, immer noch unsere Dings hat, ne? Unsere was? Schlafsäcke. Ja, ist doch nicht verkehrt. Da ist sie halt noch safe. Ja, ja. Ich würde nur, bevor wir einen größeren Ausflug wirklich machen, würde ich tatsächlich die einen Rucksack aus der Basis mitnehmen. Und in unsere Bergfestung packen. Und einer bleibt in der alten Basis, damit da keine Zombies spawnen. Ja, kannst du da mitnehmen. Weil das hatten wir ja schon mal, dass wir da beide unsere Schlafsäcke entfernt hatten. Und dann sicher, dass es daran lag? Ich hätte schwören können, dass es einfach... Nee, es lag daran, weil das nicht mehr offiziell unsere Basis war. Hm. Weil wir waren jetzt auch schon länger nicht mehr in unserer Basis und da sind immer noch keine Zombies. Na gut. Weil da unsere Schlafsäcke sind. Ah! Steinschlag! Ja, durchaus so ein bisschen taktisch graben, ne? Ja, wild drauf los ist immer falsch. Ja, im Zweifelsfall kommt man dann nämlich nicht mehr aus seinem Loch raus. Puh, anstrengend. Trinke Flüssigkeit, du bist durstig. Jawohl. Dann machen wir das doch mal. Oh,
jetzt ist die Schaufel kaputt. Ja, dann geht sie doch reparieren. Ah, dann muss ich reingehen und dann wieder rauskommen und dann wieder hoch. Ja, aber mit einer kaputten Schaufel kannst du nicht buddeln. Das ist übelst weit weg. Trotzdem, mit einer kaputten Schaufel kannst du nicht buddeln. Das ist richtig, aber... ist ja schon gleich 20 Uhr. Ja, ich weiß. Um 21 Uhr irgendwie mache ich mich auf den Heimweg. Also, in Häkchen Heimweg. Also... das sah von oben so viel aus, dass ich da weggegraben habe. Ist auch echt nur eine Kleinigkeit gewesen. Das dauert. Das bringt aber nur Schutz so ein bisschen, dass sie nicht mehr von der Seite kommen. Von oben können sie ja trotzdem kommen. Ja, ja. Weil dasselbe werden sie dann jetzt auch von der linken Seite machen. Wenn ich die rechte Seite gemacht habe, dann kommen sie von links und versuchen, ja, ja, dahin zu kommen. Gott sei Dank können sie nicht auf den Boden schlagen und sich quasi runterarbeiten. Zumindest haben sie es bis jetzt noch nicht gemacht, meinst du? Nö, bisher noch nicht. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ist immer wichtig zu wissen, wo der Ausgang ist. Ja, wenn man sich hier so im Berg reinbuddelt, ist das manchmal ganz sinnvoll, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Deswegen versuche ich hier ab und zu mal immer so ein paar Fackeln aufzustellen, damit ich weiß, wo es zum Ausgang geht. Na, die Fackeln markieren dann eben den Ausgang. Wenn man die Fackeln einfach ganz gut sieht. Die haben die Leiter kaputt gehauen, das ist das Problem gewesen. Ah, es sind nämlich drei. Es sind nämlich hier drei Stufen hoch. Das ist das Problem. Darum waren hier die Steine. Okay. Mach eine neue, würde ich sagen. Aus Stahl? Kannst auch eine aus Holz machen. Jo, okay, dann mache ich eine aus Holz. Holzleiter fertigstellen. Geht schneller. Ja, jetzt kommen wir wieder hoch. Oh nein, doch nicht. Yes, yes. Sesam, öffne dich. Und Sesam, schließe dich. Bring auf jeden Fall wieder mehrere tausend Eisen mit. Das ist schön. Ach so, ich bin vorbeigelaufen. So, diesen Block mache ich noch weg und dann mache ich mich auf den Weg. Und ich bringe mal mit, was ich an Eintöpfen und so hier finde vielleicht. Wenn wir uns wirklich morgen auf einen etwas längeren Weg in die Stadt in der Wüste begeben wollen. Ja, wäre mal was anderes, außer hier Bus bauen. Wo kann ich denn nicht reparieren? Was willst du denn reparieren? Meine Schaufel. Du brauchst Stahl. Ja, habe ich ja geschmierten Stahl. Dann weiß ich's nicht. Haben wir diese anderen Barren noch? Geschmiertes Eisen? Das braucht er. Na gut. Ja. Steine haben wir echt genug, hä? Wir können ja mal anfangen, die Zombies mit Steinen zu beschmeißen. So viel Stein, wie wir haben. Oh, Trader Joe hat seinen Laden geschlossen. Ja, ich bin auf dem Heimweg. Boah. Ach, du wolltest zu unserer Basis hier nochmal kommen, oder? Ja, ich will ja in der Nacht in meiner Hobbit, in meiner Zwergenstadt weiterbauen. Ah. Weil vielleicht findet man da ja auch irgendwie Eisen, so wie ich da rumbuddel. Ja, schön wär's. Du kannst hier schon mal in meine Zwergenstadt runtergehen und unseren Zuschauern meine Zwergenstadt zeigen. Denk dran, wenn du in den entsprechenden Tunnel gehst, dass du deine Helmlampe ausmachst. Ja. Für den dramatischen Effekt.
Ess erstmal was. Ja, man muss Prioritäten setzen. Bringe Essen mit. Will ich auch noch einen Schrank für. Genau. So, dann folgt mir. Ich zeige euch mal die Zwergenhöhle. Das, hier geht es in die Richtung zum Aufgang und hier geht es zum Abgang. Deine Zwergenhöhle war direkt am Abgang, oder? Ich glaube links runter. Ah, Licht aus. Erstmal völlige Dunkelheit. Dazu trinkt man einen Schluck Kaffee. Ein heller Raum. Was wird das wohl sein? Ja, aber so viel Säule ist hier noch gar nicht. Nee, ich arbeite noch dran. Jetzt sind die Leute aber enttäuscht. Ja, aber dann haben sie jetzt schon mal einen Eindruck, was das werden kann, ne? Was habe ich dazu mal gesagt? Ein Zwergenurinal. I think that's not very funny. Ja, aber ich denke mal, wenn du hier noch weiter arbeitest, wird das noch richtig schick werden. Ja, wird es auch. Gut, dann gehe ich wieder hoch. Oder kommt der wer? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, dann machen wir erstmal hier einen Break. Ja. Und ja, nächstes Mal geht's weiter. Wenn wir uns die Stadt in der Wüste angucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau die war. Aber es war ja eine Stadt da irgendwo. Ja, die finden wir schon. Die war da irgendwie bei Bates Motel. Und Bates Motel war da irgendwie neben dem Fluss. Ja, ich hab's hier noch markiert, hier. Da müssen wir über die Brücke oder so. Aber die Brücke scheint kaputt zu sein, wenn ich das hier auf dem Bild sehe. Ja, wir finden da auch schon unseren Weg hin. Wenn nicht, machen wir eine Frame-Brücke, zack, rüber. Genau. Frames haben wir ja immer dabei. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.